Ja, und damit blicken wir auf den Sport und alles, was im sportlichen Bereich in Hamburg passiert ist. Und dazu begrüße ich meine Kollegin Christina Tiedeitz. Ja, Christina, moin. Moin. Willkommen im Studio. Wir hatten uns die letzten Tage vor allem über den FC St. Pauli unterhalten. Aus Fairnessgründen wollen wir heute entsprechend über den HSV reden. Du warst heute beim Training. Wie war denn die Stimmung? Die Stimmung war sehr gut. Baumgart wurde beklatscht, wo er die Treppe runtergekommen ist, auf den Trainingsplatz gegangen ist. Also die Stimmung war sehr gut. Ich habe auch mit einem Fan sprechen können, der extra aus Koblenz angereist ist, jetzt fürs Wochenende für das Spiel. Er hat sich auch gleich mit Cappies vom Baumgart eingedeckt und soll auch einige seinen Freunden mitbringen. Also ja, die Stimmung ist sehr gut und alle freuen sich aufs Spiel am Wochenende. Ja, dein Freund aus Koblenz war nicht der einzige besondere Gast sozusagen beim Training. Es war noch jemand da. Ja, wir haben gestern über ihn gesprochen. Horst Rubisch war heute wieder zurück aus den Niederlanden, hat sich das Training des HSV angeschaut. Auf der Pressekonferenz hat Baumgart dann auch gesagt, dass er ihn bewundert, ihm beglückwünscht für die Leistung und dass er hofft, dann auch mit 72 Jahren später einmal so ein guter Trainer zu sein und so viel zu leisten. Aber erstmal muss er am Sonntag mit dem HSV gegen Osnabrück ran. Das war knapp. Beinahe hätte der neue Cheftrainer des Hamburger SV, Steffen Baumgart, beim Training am Freitag im Regen gestanden. Denn die Rasensprenger machten, was sie wollten. Doch die Mannschaft hatte 52-Jährige fest im Griff und aus dem letzten Spiel viele Erkenntnisse mitgenommen. Das, was viel wichtiger war, war das Spiel gegen Elversberg, weil aus dem Spiel kannst du viel rausnehmen, kannst du den Jungs viel mitgeben, weil ich finde, da haben sie viel gut gemacht. Zum Glück nicht alles richtig, dann habe ich auch was zu kritisieren. Viel wichtiger ist, dass die Jungs sehr offen dem gegenüber sind und auch verstehen, wo wir hinwollen. Und ich glaube, dass da jetzt nicht der große Unterschied ist. Ich glaube, es geht eher ums Herausspielen von hinten. Das stelle ich mir ein bisschen anders vor, aber die Offensive muss ich jetzt nicht gleich groß alles umwerfen, weil ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Baumgart geht voran und gibt sein Wissen weiter. Am Sonntag geht es gegen den VfL Osnabrück. Gegen die Lila-Weißen hat der Rostocker bislang eine makellose Bilanz. Sowohl als Trainer wie auch als Spieler hat er nie gegen das Tabellenschlusslicht verloren. Dennoch warnt er. Also ich weiß nicht, ob Osnabrück ein kleiner Gegner ist. Also ich weiß, dass... Also erstens kenne ich Uwe ganz gut, weiß, wer die Jungs einstellt und weiß, wie er arbeitet. Und ich bin mir relativ sicher, dass meine Jungs, zumindest bin ich am Rand, nicht das Gefühl haben, dass ein kleiner Gegner kommt, sondern da kommt eine Mannschaft, die sehr viel Mentalität auf den Platz bringt, die gegen die oberen Mannschaften, ja, und so deutlich muss man sagen, gegen die oberen drei, dazu zählen wir, ich glaube, nicht ein Spiel verloren hat. Das Hinspiel ging mit 2:1 an den VfL Osnabrück. Der HSV hat also noch eine offene Rechnung zu begleichen. Gegen das Tabellenschlusslicht sollen die nächsten 3 Punkte her. Ich habe ja auch die Erwartung, dass wir das Spiel gewinnen. Also es ist ja nicht so, dass ich da hingehe und jetzt gegen Osnabrück nicht gewinnen will. Aber ich finde, wir sollten den Respekt jedem Gegner gegenüber haben und sollten das nicht immer, wie soll man sagen, wenn Osnabrück gewinnt, dann waren die Jungs überheblich. Das stimmt ja nicht immer, sondern die Jungs müssen eine starke Leistung bringen, müssen alles abrufen, was sie haben, um gegen so einen Gegner zu gewinnen. Das heißt nicht, dass ich da nicht davon überzeugt bin, dass wir in der einen oder anderen Position mehr Qualität haben, dass wir in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Und gerade auch zu Hause sollten wir dieses Spiel auch gewinnen. Im Volksparkstadion müssen die Profis alles geben, um die Bilanz des Trainers nicht mit einem Makel zu versehen und ihn im Regen stehen zu lassen. Ja, beim ersten Spiel von Baumgart hat es ja relativ gut geklappt. 1-0 gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass auch wieder ein Heimsieg ansteht? Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, das Hinspiel ging verloren gegen Osnabrück. Sie haben sozusagen eine offene Rechnung also noch zu begleichen. Es werden wieder zahlreiche HSV-Fans im Stadion sein. Das heißt, sie werden auch ihren Verein nach vorne pushen. Es spricht also viel dafür, dass es einen nächsten Heimsieg gibt. Ob es dann wirklich so ist, werden wir dann am Sonntag sehen. Wie sieht es denn personell aktuell aus bei dem HSV? Ja, dazu hat auch Baumgart heute was auf der PK gesagt. Es stehen ihm fast alles zur Verfügung, außer Ambrosius. Der kommt aber langsam wieder zurück, aber muss halt von Tag zu Tag sehen. Aber sonst kann er aus den Vollen schöpfen. Dann haben wir gestern über die Handballer gesprochen. Genau. Den HSVH, die haben gestern gespielt. Wie lief es denn? Genau. Sie haben am Wochenende zuvor zu Hause gewonnen und jetzt stand das nächste wichtige Spiel an und sie haben wieder gewonnen. Es war ein sehr spannendes Spiel. Sie konnten sich mit 36-34 durchsetzen und machen jetzt auch einen ordentlichen Sprung in der Tabelle. Vorher waren sie auf Platz 14, jetzt sind sie auf Platz 11 gesprungen und machen sich erstmal Luft im Abstiegskampf. Und es ist jetzt auch eine längere Pause. Es ist gut, dass wir mit einem guten Gefühl da reingehen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und es geht erst am 23.03. weiter. Alles klar, also kein Handballspiel am Wochenende. Nein. Aber das ein oder andere steht ja trotzdem an und da wollen wir einmal drauf schauen. Genau. Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag finden die 7. Hamburger Open Karate statt in der Sporthalle Wandsbek. Und es wird natürlich auch wieder viel Fußball gespielt. Alles am Sonntag, wir haben schon darüber gesprochen, der HSV
13:30 im Volksparkstadion gegen Osnabrück. Aber auch die HSV-Frauen spielen auch am Sonntag, aber die spielen schon um 11 Uhr in Norderstedt und treffen auf Eintracht Frankfurt, die zweite Mannschaft. Und da wollen sie ihre Tabellenführung behaupten. Und in der Regionalliga Nord spielt St. Pauli 2 um 14 Uhr gegen TSV Havelse. Also viele Fußballspiele, aber auch ein bisschen Karate. Sehr gut. Karate finde ich auf jeden Fall spannend. Da können wir ja vielleicht auch mal mehr drüber berichten. Ja. Vielleicht. Genau. Vielleicht. Vielen Dank, Christina.